dann würde ich gern zum zweiten Krisenjob kommen, den Sie auch übernommen haben. Sie haben den ÖGB in einer sehr schweren Phase übernommen, mussten einen völlig maroden Gewerkschaftsbund wieder sanieren, wieder gesund und fit kriegen. Und eine der Debatten, die da gekommen ist, ist um diese Grundstücke, die Kärntner Seen. Sie kennen das Thema. Der ÖGB und die BAWAG haben diese Seegrundstücke an das Land Kärnten verkauft, um einen Preis, der weit überhöht war, wie danach ein Untersuchungsausschuss und auch der Rechnungshof festgestellt haben, um 60 Millionen Euro tutti completo mit Spesen und allem, was da dabei ist. Mittlerweile gab es auch zahlreiche Ermittlungen. Sie wurden nie als Tatverdächtiger geführt, das sei auch gleich hinzugefügt. Aber haben Sie eine Idee, warum der ÖGB völlig überteuerte Seegrundstücke an den politischen Gegner, nämlich Jörg Haider vom BZÖ, verscherbeln konnte? Na, überhaupt nicht. Erstens ist der ÖGB der kleinste Teil gewesen, zwei Grundstücke, die beiden Seen. Ich weiß nicht, welcher See, das ist nicht der Malchacher See. Nein. Und nicht der Hafner See, möchte ich gleich dazu sagen. Die haben der BAWAG gehört und nicht uns. Und die BAWAG war nur bereit zu sagen, okay, wir machen eine Paketlösung. Aber bei dieser Paketlösung muss drinnen sein, das, was wir in unserer Buchhaltung als Buchwert stehen haben, diesen Preis brauchen wir. Das war die Weisung des neuen Eigentümers, weil da gab es ja schon bei der BAWAG einen neuen Eigentümer. So, das war die Weisung. Und wir hatten den Ossiacher See, das Ferentorf, was halt nur einen Seezugang hatte, der See. Ossiacher See ist ja weit entfernt vom ÖGB. Und wir haben nachgelassen. Wir haben zum Beispiel unseren Buchwert, den wir mit der Buchhaltung hatten, um 5 Millionen reduziert nachgelassen, weil es möglich war, und das war die Intention des damaligen Landeshauptmanns, nämlich er wollte das Paket haben. Und das Paket hat einen Preis gehabt. Und der einzige Variable bei diesem Preis war das Feriendorf Ossiacher See. Da haben wir 5 Millionen nachgelassen. Und die BAWAG hat gesagt, wir müssen das erreichen, was wir Buchwert haben. Wollte es oder wollte es nicht? Und das Land Kärnten hat entschieden, wir wollen. Alle anderen Debatten sind für uns vollkommen irrelevant oder für mich vollkommen irrelevant. Es hat einen Verkäufer gegeben, der gesagt hat, so schaut das Paket aus. Und es hat einen Käufer gegeben, der gesagt hat, ich akzeptiere es. Aber die Frage ist ja, da gab es ein sehr obskures Firmenkonstrukt mit mehreren Scheinfirmen. Da gab es offenbar auch Berichte von Schwarzzahlungen ans BZDZ. Konnten Sie als ÖGB-Chef das alles nicht mitkriegen? Nein, also ich war erstens einmal als ÖGB-Chef, muss ich noch einmal sagen. Verkäufer? Nein, ich war nur der Verkäufer. Eines Sees, ja. Ja, nein, kein See. Nichts, bitte nicht. Bitte bleiben wir bei der Wahrheit. Ich war der Verkäufer des Feriendorfs Ossiacher See. Hm. Das hat den ÖGB gehört. Ein Konstrukt des ÖGB. Sondern es hat das SOTU gehört. Das war der Punkt. Da haben wir nachgelassen. Ja, da haben wir aber das war nicht die Frage. Die Frage war, wenn der politische Gegner so etwas kauft, zu einem völlig überteuerten Preis, das Ganze über ein Firmenkonstrukt Problem des Landes Kärnten. Das Land Kärnten hat gesagt, wir kaufen es. Und wie das dann technisch abgewirkelt wird innerhalb des Landes, ist doch im Verkäufer vollkommen irrelevant.